Herr und Frau Schweizer machen sich Sorgen um ihre Altersvorsorge. AHV ist im Schweizer Sorgenbarometer 2018 an der Spitze. Was uns sonst noch an den Schlaf raubt, wie das Experten einschätzen, das schauen wir diese Woche im Topfokus an. Ganze 45% der Schweizer haben laut dem Sorgenbarometer der Credit Suisse Angst um ihre Altersvorsorge. Matthias Ganz hat bei Experten angefragt, ob diese Sorgen berechtigt sind. 1948, als Folge vom Generalstreik von 1918, wird sie ins Leben gerufen. Die Alters- und Hinterlassenenversicherung, schweizweit vor allem als AHV bekannt. Zusammen mit der Pensionskasse bildet sie die Rente für die Bürger in der Schweiz. Und wenn es um die Rente geht, dann geht es auch immer um eine Existenz. Und um die haben die Schweizerinnen und Schweizer gemäss einer Studie von der Credit Suisse besonders Angst. Fast die Hälfte der Befragten geben an, dass die AHV ihnen am allermeisten Kopfweh bereitet. Beim Bundesamt für Sozialversicherungen zu Bern ist man über das Ergebnis nicht überrascht. Das ist nicht erstaunlich, weil wir haben in der AHV tatsächlich ein paar Herausforderungen. Und die Abstimmung im Jahr 2017 und die ganze Zeit, die vorangegangen ist, hat ja den Leuten gezeigt, dass wir wirklich ein paar Probleme zu lösen haben. Und von dort her gesehen erstaunt mich das nicht. Die Altersvorsorge und somit die AHV sind immer wieder ein Thema in der Schweizer Politik. Aber wo liegt denn das Problem und woher kommt die Angst vom Volk um ihre Rente? Bei der AHV ist das Problem, dass, oder die Herausforderung, dass die Rentner und Rentnerinnen länger leben. Das heisst, es braucht mehr Geld, um länger die Renten auszahlen. Und andererseits weniger Junge da sind. Das heisst, die Beitragsbasis verschmälert sich. Damit kommt nicht genügend Geld rein. Konkret heisst das also, dass unweniger Geld reinkommt, als das man oben ausgibt. So hat die AHV bis jetzt nämlich funktioniert. Das System funktioniert aber auch weiterhin, sagt Colette Nova. Meint aber weiter. Wie jede Sozialversicherung muss es regelmässig angepasst werden an veränderte Umstände. Einer der veränderten Umstände ist eben, dass man jetzt die Finanzierung muss, verstärken muss. Dass man die Finanzierung in erster Linie muss sichern muss. Das kann gehen über Mehreinnahmen hauptsächlich. Man kann selbstverständlich auch die Ausgabenseiten anschauen, gewisse Einsparungen realisieren. Diese Veränderungen müssen jetzt Politiker ausarbeiten und dem Volk zur Abstimmung vorlegen. Ein konkreter Vorschlag vom Bundesrat sei zum Beispiel, das Rentenalter der Frauen an das der Männer anzugleichen. Bei den Volksabstimmungen 2004 und 2017 sind schon zwei AHV-Reformen in den letzten Jahren vom Volk abgelehnt worden. Jetzt arbeiten wir an einer nächsten Reform. Was wir jetzt anders machen wird, ist aufgrund von dem quasi Lehrplatz ist, AHV und zweite Säule werden separat revidiert. Die AHV kommt jetzt als erstes dran, die zweite Säule kommt ein bisschen später. Die Unsicherheit besteht trotzdem. Das zeigt die Studie von der Credit Suisse deutlich. Immer mehr sichert sich zusätzlich noch über eine Versicherung oder eine Bank ab. Die sogenannte dritte Säule. Vom Vertrauensverlust gegenüber der staatlichen Altersvorsorge können wir wegen dem aber nicht reden. Nein, die Angst ist ganz sicher nicht gerechtfertigt. Das System ist sehr solid, aber eben, es muss angepasst werden an jede Art von Veränderungen. Die wichtigste im Moment die Finanzierung. Der Finanzierungsbedarf besteht ja aufgrund der Entwicklung der Gesellschaft selber. Oder? Wie das die Altersvorsorge der Zukunft wird aussehen, wird jetzt in der nationalen politischen Ebene ausgearbeitet, geprüft und dem Volk zur Abstimmung vorgelegt. Ein aufwendiges Schachspiel, weil wenn das Volk wieder ablehnt, dann geht es wieder zurück an die Arbeit. Der nächste Zug liegt jetzt aber zuerst mal beim Bundesrat. Morgen an dieser Stelle sind wir bei einem Krankenkassenexperten. Und Krankenkasse und Gesundheit machen sich die Schweizer nämlich auch wieder mehr Sorgen. Da geht es jetzt weiter mit dem Top-Tag. Viel Vergnügen.